Viel fehlt nicht mehr in diesem Dortmunder Neubau. Schon Mitte Januar sollen die ersten Mieter hier einziehen für 6,50 Euro pro Quadratmeter. Nils Altenayer hat das Grundstück mit seinen Geschwistern und Cousins geerbt, schafft hier jetzt Sozialwohnungen, gefördert durch das Land NRW. Das heißt, dass wir einen Teil des Darlehens nicht zurückzahlen müssen und zum anderen von einem niedrigen Zinsniveau profitieren. Zunächst 0,5, später 1%, also weit unter Marktstandard. Gleichzeitig müssen wir uns für 30 Jahre binden an den Mietpreis. Wir starten mit 6,50 Euro. Für ihn rechne sich das, für viele andere Investoren offenbar auch. Denn wer für den freien Markt baut, hat nicht nur mit steigenden Baukosten zu kämpfen, sondern auch mit erhöhten Kreditzinsen. Also die Kosten sind so stark gestiegen, dass die Investoren sagen, das können wir nicht mehr vermarkten. Und stattdessen eben den geförderten Wohnungsbau verstärkt in den Blick nehmen, wo die Zinsen eben noch sehr niedrig sind und damit eine Rendite möglich ist. Der soziale Wohnungsbau erlebe eine Renaissance. In Nordrhein-Westfalen hat die Förderbank des Landes in der ersten Jahreshälfte doppelt so viele Darlehen für den Bau von Sozialwohnungen zugesagt wie noch ein Jahr zuvor. Auch die Stadt Dortmund nimmt diesen Trend wahr. Allerdings gehe die Bautätigkeit insgesamt zurück. Das macht natürlich große Sorge, weil der Wohnungsmarkt insgesamt natürlich frei finanziert und gefördert funktionieren sollte. Mieterbund und Deutscher Gewerkschaftsbund beklagen, dass die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen im ersten Halbjahr um 27% eingebrochen ist. Die Lage auf dem Wohnungsmarkt verschärfe sich weiter.